Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stranded Deep. Ich bin der Volker, ihr seid mein Publikum. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei eiskaltem persischem Granatapfel und heißem frischem Milchkaffee. Geht es weiter auf einer Gastinsel. Wir nennen sie noch nicht Holzinsel, denn wir sind ja gar nicht auf der Suche nach Holz. So, ich würde gerne, da wir so viele Wracks um uns rum haben, natürlich mal schauen, was finden wir da? Was gibt's da Schönes? Beschränke mich jetzt eigentlich nur auf die Suche nach Loot, also nach Kisten, Lampen, Seilen und Gedöns. Denn das können wir ja immer gebrauchen. Egal, ob wir einen Hammer finden oder was auch immer. Auch die Hammer verbrauchen sich und dann so weiter. Denn es wird bald Zeit, dass wir uns auch so ein paar Sachen selber auf unserer Insel machen. Nämlich eine Plankstation zum Beispiel. No, das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Gut, dazu räumen wir jetzt erstmal hier ein bisschen auf. Wie geht es uns? Es geht uns durstig. Das kriegen wir aber auf die Kette, denn wir haben, weil wir nun mal so schlaue Kerlchen sind, haben wir ein bisschen was mit an. So. Dann haben wir, die lasse ich mal hier, ein Schlückchen Wasser. Geht ja auch immer, ist immer gerne gesehen, ne? Ein bisschen unser Wasser, ich hatte doch welches bei am Start. So, na sehr. So. Danke. Das ist schon mal cool. Damit geht es uns auf jeden Fall besser. Den leeren legen wir wieder rein. Können wir ja irgendwie mal voll machen. Da wir vielleicht noch ein bisschen hier sind, müssen wir mal gucken, was kostet uns denn so ein Wassermaker. Was war das nochmal? Wir mussten dafür den haben. Wir mussten dafür... Warte mal. Wassermaker. Haben wir. Ein Seil, ein Clove. Ein Clove haben wir nicht, ne? Ist das richtig? Ich glaube, das habe ich Depp weggeschmissen. Ist das richtig? Nein. Habe ich aber Glück gehabt. Jetzt habe ich nur kein Seil mehr, ne? Oder ist das schon gen Süden wieder gefeuert worden von mir? Ja, so bin ich. Ich kriege das immer gut hin. Ich schmeiß das einfach. Ne, das ist Leder. Aber nichts. Aber wenn nicht, holen wir uns eben halt, ne? Wieso liegt denn eigentlich meine Laterne, meine geliebte, über alles geliebte Laterne? Die liegt einfach so da so rum? Was ist denn hier los? Ah, weil die Kiste hat sich irgendwie verdingst. Ja komm, dann bleib mal da drauf liegen. Okay, lass ich. Ich brauche Seil. Oder gucke ich erst danach? Vielleicht ist ja da ein Seil drin. Man weiß es ja nicht. Wenn da nichts drin ist, dann war ich da schon. Oh, da ist ein Motor. Boah, wo bin ich denn? Alto Belli. Mein lieber Mann, ich weiß ja nicht, wo ich jetzt gerade war, aber... Ah, cool. Hier ist jedenfalls nichts. Na gut. Dann schwimmen wir da mal hin. Oder kommt da gleich ein Hai auf uns zu? Man weiß es nicht. Boah, habe ich jetzt einen Schreck gekriegt. Also er meint, weil ich so viel geschwommen bin, wäre ich jetzt durchaus in der Lage. Cool. So, wie sieht's denn aus hier? Tür auf? Ich dachte, die geht nicht mehr auf. Das wäre es ja noch gewesen, ne? So, ich brauche also ein Seil. Ja, richtig? Richtig. Wenn ich ein Seil brauche, dann werden wir mal gucken, was gibt's denn hier. Knopf und wieder so ein Ding. Ja, das Fernglas brauche ich jetzt nicht. So. Hier gibt es da irgendwas? Nö. Okay, dann würde ich sagen. So. Haben wir das? Was haben wir denn da noch? Oh, Fässer, cool. Und eine Kiste, guckt mal, Freunde. Und in dieser Kiste haben wir tatsächlich ein Seil. Mann, was stimmt mich das doch wieder heiter. Das heißt, wir nehmen die hier raus. Weil ich bin echt im Moment sowieso nicht auf dem... Dingens-Trip hier. Kann mir meiner sagen, warum ich Depp mit dem... Brauche ich das noch fürs Floß? Ja, ne? Aber wisst ihr, was das für einen Nachteil hat? Ich muss jetzt jedes Teil einzeln dahin schleppen. Das muss ich jetzt jeweils einzeln machen. Und da kommt schon ein hungriger... Alter, seht ihr den? Wenn der mal so bliebe, Alter, wäre das geil.
Wie kann ich denn... Kann ich nicht, ne? Wisst ihr, was ich jetzt gerne machen würde? Aber ihr habt ihn gesehen, ne? Der Nette. Der nette Kleine. Hi. Und? Ist er weggebackt? Das ist nett von ihm. Da ist er doch. Was bist du? Hm? Dass er das nicht macht, das wäre ja cool, ne? Boah, stellt mal vor. Einfach so durch einen Fehler, durch einen Bug. Komm, dann könnte ich ihn wenigstens mal, ne? Weißt du was, ich pack den auch noch hier hin? Den Baum? Vielleicht hat das schon einen Grund, dass ich... So, noch was? Nö. Wieso? Bleib doch ruhig. So, wo ist er? Der alte Hai. Aber wenn der jetzt hier steht, kriegt er immer schön... Da. So. Weiter. Kommst du noch mal rum in mein Büro? Mein Büro. Hallo. Das ist zwar dumm, aber auch ich als Jäger... muss jede Chance nutzen, die sich mir bietet. Denn er tut's genauso. Hallo? Hallo? Kommst du denn nochmal? Irgendwie? Oder? Was ist denn da mal los? Tja. Mehr habe ich nicht, ne? Jetzt muss ich gucken, was ist in den Kisten drin. Da habe ich den Speer und ja, Stein, Seil und Co. Nehme ich jetzt also die Axt oder den Speer? Ich würde sagen, ich nehme die Axt, ne? Cool, Freunde. Habt ihr gesehen? Wir haben den Hai. Ist das nicht toll? Das heißt, jetzt haben wir natürlich Glück im Unglück. Wir müssen uns zwar jetzt einen Smoker bauen. Ich glaube, ich habe das Mikrofon jetzt gerade nicht angesprochen, weil ich bei Jagd immer irgendwie so... Ach, ich bin so angespannt. Ja. Aber mir macht das richtig Spaß. Ich habe da richtig... Du kommst mal her, mein liebes Fass. Dich bringe ich auch dahin. Denn wir wären ja dumm, wenn wir das nicht machen. Ne? Bringen wir erstmal hier an Land. So. Zum Schiff können wir es gleich bringen, zusammen. So. Gibt es denn... Da ist der Bösewicht. Ihr wisst schon, ne? Der lila Launebär da. So. Das ist doch mal schön. Das ist jetzt wieder ein anderer Hai. Aber wir haben den Vorteil, wir haben eine Gefahr erstmal aus dem Weg. Ich überlege gerade, ob auf dem Schiff noch irgendwas sein könnte. Nee, außer unseren Sachen nicht. Damit haben wir alles durch. Ja, aber ist doch cool. So. Den haben wir auch. Dürfen wir nur nicht reintreten. Ich meine, das wäre auch nicht so schlimm. Wir haben ja jetzt Pipe gefunden. Dann würden wir also überleben. Aber tut ja nicht not. Das tut ja nicht not. So, haben wir. Dann holen wir eben noch unseren Kram daraus. Denn jetzt kommt so schnell ja kein zweiter Hai. Da gehe ich jetzt einfach mal von aus, ganz frech. Ja, da saß auch schon lange.
So ein grimmiger, ihr wisst schon. Hallo. Hier habe ich alles, ne? Dahinter war nichts mehr. Das sind ja keine richtigen Fässer, richtig? Nee. Da gibt es auch nicht noch eine Kammer. Okay. Hier habe ich auch alles, außer das Fernglas, brauche ich nicht. Hier hinten war nichts mehr Sonderliches. Hätte ja sein können. Okay. Naja, dann. Dann nehmen wir mal unsere Utensilien wieder ans... An den Mann, hätte ich bald gesagt. Gab's da oben was? Nee. Okay. Habe ich noch hier irgendwas hingeschmissen? Nö. So, was haben wir denn hier? Seil und Stein. Habe ich noch ein Seil? Nein. Dann... Corrugated Steel. Corrugated Steel. Haben wir. So. Das Fernglas, würde ich sagen, kann ich komplett hier lassen. Fernglas hier lassen. Fishing Spear hier lassen. Kanister hier lassen. Dafür nehme ich dann mit Clove und Tauchergedöns. Gedöns. So. Was haben wir hier? Das war nichts von uns. Ja, schön. Da es jetzt duster, drösig wird hier wettertechnisch, würde ich sagen, hauen wir hier wieder ab. Mehr haben wir ja hier sowieso nicht. Und mitgenommen haben wir auch nichts. Folglich. Lass mich bitte nirgendwo reintreten. In einen wunderschönen Seestern zum Beispiel. Was habe ich da Angst vor? Wenn ich da jetzt reintrete, Freunde, habe ich echt ein Problem. So. Haben wir gut hingekriegt. Sehr schön. Folglich können wir jetzt die Fässer nehmen, jeweils einzeln erstmal zum Fluss bringen. Denn ich brauche ja dann den Hammer dafür. Du bleibst mal hier. Ja. Die kann man nämlich nicht einfach in sein Inventar aufnehmen. Das ist eine Funktion, die gibt es leider da nicht bei den Fässern. Die sind zu schwer. Auch bei den Autoreifen nicht. Das gibt es nur bei diesen 4 oder 5er Bällen mit. Wie nennen sie sich? Bojen. Da geht das. Ja gut, aber ist ja cool. Läuft doch. Jetzt haben wir alles. Dann nehmen wir den Hai noch mit ans Lager. Und somit sind 2 Schiffe schon leer. Dann schnappen wir uns gleich noch das dritte, wenn der Hai in dem Smoker brutzelt, würde ich sagen. So. Dann gucken wir, dass wir jetzt eben hier die Kisten zu unseren packen. So. Und zwar würde ich sagen, machen wir das mal so. Passt da noch eine 5. drauf? Ja, wenn man sich gar nicht bewegt, passt nur eine drauf. Cool. Schön. So, dann hätte ich gerne noch die. Aber das klappt wahrscheinlich eh nicht. Ui. Ui. Respekt. 444. Schön. Finde ich gut. Dann. Warte mal, Corrugated Steel. Ich habe irgendwo noch Stahl gesehen. Wenn ich mich nicht sehe. 2. 3. Sehr schön. Wunderbar. So, dann, was haben wir noch? Die Pulle. Nehmen wir? Nehmen wir. Die Pulle habe ich nämlich auch. Und zwar hier. Und Clove auch. So, dann ist der schon mal voll. Voll. Was essen? Wie sieht das aus? Essen? Ja, ne? Irgendwie mal so. Ich finde, wer arbeitet, der muss auch essen. Richtig? Und wer isst, der muss auch trinken. That's right. Folglich. Prost. So. Na also. So. Ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch ein Klo. Sehr schön. Der war ja hier oben. Auch erledigt. Wir müssen immer ein bisschen Ordnung haben, ne? Sonst kommen wir nämlich hier auch nicht weiter. Jetzt ist die Kiste komplett leer. Stein. Jetzt geht es erstmal nur um Werkzeug. Weil Hammer und Axt. Da würde ich sagen, nehmen wir die 3.
und packen Hammer da rein. Und hier können dann die Pullen. Auch wenn davon nur noch eine funktioniert, aber ist ja wurscht. Hammer ist alle weg, ne? Ja, cool. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir eine leere, noch eine leere, zwei leere Kisten. Immerhin. Das bedeutet, ich gehe jetzt schnell hier auf das Floß. Oder auf das Boot. Komm auf das Schiff meiner Träume. Es liegt schon unten. Ach, die Tür ist offen. Ach, ich mach die Tür auf. Gibt's gar keine. Gar nicht vorgesehen, die Funktion. Cool, eine Planke. Die nehme ich immer gerne an. Immer dankend. So. Was haben wir denn hier Schönes? Seil, Taschenlampe, Kompass brauche ich beides nicht. Aber Seil ist nett. Da packe ich dann gleich die Planke rein. Ja, und die Taschenlampe kann eigentlich auch drin bleiben, denn die stecken ja. Das stört ja gar nicht. Hier gibt es nichts. Da gibt es ein... Oh! Hehe, da gibt es. Und zwar Bojen. Das stimmt mich heiter. So. Schnell zum Fluss. Hallo, liebes Fluss. Wo passt denn noch einer? Was meinst du? Da? Oder... Ja, länger mache ich es auf keinen Fall. Ich würde sagen, ich mache... Achso, ich mache erstmal gar nichts, denn ich habe gar keinen Hammer. Ja, ja, Freunde. So, dann legen wir den mal hin. Wie sieht denn das aus? Brauche ich... Hammer. Okay. Dann würde ich sagen, lasse ich das mit der Planke erstmal da und schnapp mir. Wie viel brauche ich denn? Zwei, ne? Ich glaube zwei. So. Dann gehen wir da jetzt mal hin und setzen. Ja, jetzt muss ich mir eigentlich aussuchen, wohin. Also da hier der Stein ist, packe ich es da hin. Bietet sich ja an, ne? Komm. So. Mach da. Und dann würde ich sagen, was ist das? Corrugated Shelf. Das wollte ich haben. Ja, seht ihr? Cool. Sehr schön. Unser Fluss wird auch langsam. Das ist cool. Also die MS Böhrhaus, die wird's. Und jetzt kommt da noch der hin mit den Fässern. Ach so, guck mal, ich wollte mir ja den machen. Und dann wollte ich mir... Moment, habe ich nicht noch einen irgendwo? Moment. Ja, das sind aber die fertigen. So, ich will nur gucken, nicht, dass ich irgendwo noch einen so ein Gedöns da rumsausen habe. Ihr wisst schon. So. Jetzt fehlt mir wieder ein Seil, richtig? Ist das korrekt, was ich hier erzähle? Ich denke, ne? Jetzt fehlt mir wieder ein Seil. Das ist aber nicht so schlimm, denn für die Pipe-Pies gehe ich gerne nochmal los. Mir eben hier ein Seil suchen hier. Denn das ist ja ziemlich einfach. Da sehen wir schon drei. Guck mal her. Eins. Nehmen wir. Nehmen wir. Zwei. Nehmen wir. Drei. Nehmen wir. Gibt es noch irgendwo einen? Einer muss noch. Einer wäre nicht schlecht, wenn ich den jetzt noch finden täte. Finde Dad. Gell? Cool, da ist er, Jucker. Seht ihr? Eine Axt. Noch eine Axt. Also, das klappt alles hier. Schön. Raus. Oh, was bist du? Du bist eine Kokosnuss? Das finde ich sehr schön. War das eine Kokosnuss? Nee, das war eine Frucht. Die esse ich erstmal auf, natürlich. Der hat ja Hunger, dann noch der Junge. Wie viel habe ich jetzt? Reicht. Taschenlampe nehmen. So. Okay, dann kann ich jetzt mir die Dingens machen. Da ist sie. Seht ihr? Und jetzt haben wir nämlich davon eine weitere. Wir können uns also ein weiteres Mal quasi vergiften. So, und jetzt nehmen wir hier... Tja.
dann doch die Flaschen wieder weg, um das hinzubacken. Ist aber nicht schlimm, denn Corrugated Steel, da hatte ich irgendwo eine Planke und die eine Planke kann daneben. Man muss immer ein bisschen Ordnung haben, sonst kommt man nämlich irgendwann durcheinander. So, cool. Jetzt hätte ich gerne noch den Hammer. Das Teil. Das passt aber nicht ganz dran. Doch, cool, passt dran. So. Und jetzt brauche ich nur, wie viel? Ich habe eine Plane und ein... Ich muss mal gucken, was das kostet hier. So ein, ich glaube, das sind zwei, ne? Nee. Ja, zwei. Gut, dann müssen wir nach Hause fahren. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt fertig. Alles andere können wir hier lassen. Wir haben ja gedingst. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt erstmal unsere ganzen Utensilien. Was kann mit und was bleibt hier? Das müssen wir jetzt checken. Also, als erstes brauchen wir... Haben wir davon irgendwas? Nein. So. Wie viel Aloe Vera ist das eigentlich? Einer, ne? Den kann ich wahrscheinlich hier lassen. Den Kompass auch. Den Stock auch. Den sowieso. Den auch. Na, süße. Und die Aloe Vera kann wahrscheinlich mit. Gut. Nehmen wir. Nehmen wir. Jetzt nehmen wir erstmal den Hammer aus der Hand, sonst, ne? Ihr wisst schon. Denn wir können jetzt nach Hause, Freunde. Dazu räumen wir jetzt unsere Kiste ein. Was wohin kommt, ist eigentlich egal. Seil, Axt, das. Das ist eigentlich wurscht. Dann kommt hier jetzt die Lampe rein, die Aloe Vera und die Laterne. Denn können wir ja unterwegs nicht viel mit anfangen. Dann haben wir eine leere Kiste gewonnen. Und bevor wir die natürlich das alles einfach verschenken, nehmen wir mit, was wir hier noch so haben. Ja, komm. Das ist nicht viel, ich weiß. Eins, zwei, drei. Ist ja unwichtig. So, das war's. Eine kurze Prüfung. Was kostet eigentlich hier so ein... So ein Teil, um auf das Floß. Gucken wir mal hier. Ihr wisst schon, was ich suche, ne? Nicht Wood Foundation, sondern hier dieses. Wo finde ich das überhaupt? Für das Floß. Hier? Finde ich das hier drauf? Floor, ne? Wisst ihr, was ich suche? Die Kisten. Was haben wir denn? Achso, das ist der Kopf da. Ne, das suche ich nicht. Ne. Also, so ein Hubschrauber-Gedöns will ich mir nicht bauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das macht keinen Spaß. Das finde ich doof. So, was ist das? Wood Raft Base. Eine Raft Base? Ne, das ist das nicht. Ne. Wood. Nein. Das ist zum Farmen. Das will ich ja sowieso nicht. Sondern ich suche schon dieses Teil, muss ich mir jetzt einmal eben merken. Ich bin mal kurz aus dem Bild, Freunde, damit ich hier, weil wenn das jetzt nur noch einer ist, der mir fehlt. So, was haben wir denn hier? Buildings. Nee, da gehört das nicht zu. Eigentlich habe ich es hier vermutet. Ja, sonst weiß ich nicht, dann gucke ich da mal nach irgendwie. Aber ihr wisst, hier müsste... Ne? Rift Candy. Ist das das? Nee, das ist das Dach. Anker. Aha. Das ist es auch nicht. Das ist hier der Motor. Okay. Ich habe nur das gesucht, mit den, um die Kisten da reinzupacken. Aber da gucke ich dann später mal drauf. Okay, aber es geht auf jeden Fall. Irgendwo kann man hier die Kisten
draufpacken auf so ein Teil. Aber das nur am Rande. Wie geht's uns? Wir können jetzt nach Hause fahren eigentlich. Ja. Das Einzige, was übrig bleibt und an uns erinnert, ist ein Kompass. Das ist ja lustig. Okay. Dann fährt er rückwärts? Nee. Glaube ich auch, denn ich hoffe nur nicht, dass er... Ja. Weil jetzt können wir ja eigentlich nirgendwo mehr reintreten, ne? In irgendeinem... So. Ich versuche mal ein bisschen hier hin zu lenken. Das müsste eigentlich schon reichen, ne, glaube ich. Ja, ich denke. Das müsste schon reichen. Dann... So, dann können wir eigentlich den Anker... Na? Ach so, klar. Ich bin auch ein Witzbold. Ich setze den Anker. Anstatt mich zu setzen. So, jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt können wir nämlich auch hier vorbeifahren. Vorne. So, und jetzt müssen wir nur noch nach Hause finden. Wir hatten eine Insel. Auf jeden Fall mit einem... Auf jeden Fall mit einem... Nein, 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 nein. Bitte, 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 bitte. Lass mich hier schön vorbeiziehen. Danke. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt natürlich wieder ich und die Orientierung. Das sind ja schon mal alleine zwei Welten. Ne? Das, da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Folglich. Muss ich jetzt erstmal einfach hier hin segeln. No? Und ich bin eigentlich ganz sicher, wenn uns überhaupt jemand nach Hause bringt, dann die MS Bührhaus. Ganz sicher. Und folglich schauen wir mal. Was haben wir denn da? Da ist was. Könnte sie das sein? Oder müssen wir weiter hier schauen? Jetzt fahre ich natürlich auch bei Nacht, ne? Das gab es schon mal in irgendeiner Staffel, wo ich mir einen Wolf gesucht habe. Aber auf viel mehr Inseln kann ich jetzt auch nicht mehr, denn ich bin ja schon voll. Das ist ja das. Ich habe doch alles am Start. Ich glaube, ich muss mehr hier lang fahren. Hm? So. Ich weiß auf alle Fälle, dass es... dass daneben ein Schiff war. Sowas da. Ich weiß, dass auf jeden Fall rechts irgendwas war. Und das war nämlich das Wrack. Vor dem ja auch unser Lagerfeuer und so ist. Also müssen wir jetzt auf jeden Fall ziemlich nah an jeder Insel vorbei. Deswegen trinke ich einen mittlerweile lauwarmen Milchkaffee. Mhm. Was haben wir denn hier? Achso, das ist immer noch... Das ist ja das eine Wrack. Wo wir ja ganz schön was gefunden haben. Da haben wir den Hai erlegt. Also entweder diese Insel. Oder... Nee, das auf jeden Fall nicht. Da fehlt ein Schiff oder ein Wrack. Also ich würde sagen, wir sollten uns hier irgendwie halten. Da ist nämlich was. Ich glaube, das ist die. Da, seht ihr das? Hier ist ein kleiner Schatten. Das müsste das Floß sein. Und deswegen schwimmen wir jetzt einfach... Hier ist kein Floß. Das sind nur Bäume. Übrigens müssen wir die noch hier umtaufen, ne? Hier. Komplett. Alles, was wir berühren, muss MS Bührhaus heißen.
das ist ja wohl klar. Anstatt Seel. Wir haben ja jetzt den Labelmaker gefunden. Ab jetzt können wir ja. Ne? Das ist ja schon mal cool. Den haben wir ja gefunden. Also sollten wir ihn auch nutzen. Ich würde sagen, damit beenden wir dann heute das Level. Wenn wir gleich zu Hause angekommen sind, dann benennen wir unser Floß um. Das ist dann statt Taufe mit Sektflasche haben wir ja nicht da. Und ich kann ja schlecht meinen persischen Granatapfel vors Schiff wemsen. Gibt ja Dinge, ne? So. Sehr schön. Ist das unsere Insel? Ich tippe irgendwie auf ja. Das Einzige, was ein bisschen blöde dann sein wird, weil ich das bei Nacht gemacht habe, das nach Hause finden. Ich werde dann niemals aus dem Kopf wissen, wo ich schon war. Wo nicht. Aber ich habe ja euch. Dann mal gucken wir halt zusammen. Ne, das kriegen wir hin. Aber das könnte hier wirklich unser Wrack sein. Wir halten da einfach mal ganz störrisch drauf zu. Und wir werden es ja gleich sehen, wenn irgendwo rechts Licht leuchtet. No? Und leuchtet kein Licht, dann werden wir gar nicht so lange suchen hier. Also, was ist da los? Ist das mein Smoker und das Schiff? Oder ist es das nicht? Oder kommen wir von einer ganz anderen Seite? Das wäre ja dann auch noch möglich. Na? Ist möglich. Das heißt, ich sehe zwar kein Licht, aber ich werde wohl trotzdem anlegen müssen. Doch, da ist mein, ja klar, da ist mein Boot. Mein Schlauchboot. Also, der Laden läuft. Würde ich mal so sagen. Wieder einmal hat die MS Bühlhaus bewiesen, dass sie nicht umsonst diesen Namen trägt, sondern uns trotzend jeder Gefahr nach Hause bringt. Sehr schön. Cool. Boah, ist das geil. Guckt euch das an. Wir sind zu Hause. Und liebe Freunde, da ich ja ein Mann der Tat bin, werde ich auch das tun, was ich versprach. Nämlich, guck mal, wie schön das jetzt auf einmal mit 5 klappt. Ne? Ob ich das nochmal hinkriege? Komm. 3. Ja, du willst wieder nicht, ne? Du Geier, du. Du bist echt der richtige Geier. Dann probieren wir es halt so. So, hochgucken, ruhig, nicht bewegen. Hat geklappt. Wie cool ist das denn? Siehst du? Und die letzten beiden, die stelle ich dann hier so hin. So nur 2 oder 3? 4, auch 5. Alter. Boah, wir haben viele Kisten. Mittlerweile, mein liebes Fräulein Messerschmidt. Bitte zum Diktat. So, dann schnappen wir uns mal den Labelmaker. Ne? Und da wir schon mal hier sind, machen wir auch gleich Ordnung. Guck mal. Da ist der Labelmaker. Brauche ich. Ich habe Hammer und Axt gesehen. Planken und das. Also, folglich, Hammer, Hammer. So. Planke, Planke. Seil hatten wir nicht. Grünzeug hatten wir auch nicht. Hammer, Hammer, Hammer. Stahl hatten wir nicht, ne? Nein. Gucken wir nochmal. Das, 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 das. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt müsste ich nur noch Stahl finden. Hammer. Stahl.
Essen, Grünzeug. Ja, das kann eigentlich hier in der Dingens rein, ne? Seil kann auch weg. Und die muss ich ja aufladen, ne? So. Ja, der Herrgott hat aufräumen. Auf den Speiseplan gepackt, hätte ich bald gesagt. Das hilft ja alle nichts, ne? Müssen wir tun. So. So. Danke. Sehr schön. So, jetzt sind wir leer bis auf den Stock. Der kann da rein. Cool. Hier haben wir nichts. Hammer. Grünzeug. Seil. Das sieht gut aus. So wollte ich es nämlich haben. So, dann packen wir das nämlich auch zu dem Floßverdeck. Jetzt holen wir noch die Steine raus, damit die so ein bisschen alle auch zusammen sind. Ich will nicht immer in 6 Kisten nach 3 Sachen suchen müssen. Das ist der Mumpitz. Das macht man so nicht. So, siehst du? Jetzt kann ich hier voll machen. 2, 3. Dann die nächste. Hatte ich nicht 2? Moment. Ich dachte, ich hatte 2. Ist wahrscheinlich irgendwo noch eine, ne? Kann das sein? Nein. Nein. Die habe ich bestimmt irgendwo hingetan. Gucken wir. Finden wir. Da ist sie. Die leere. Seht ihr? So. Auch das gehört dazu. Dankeschön. So, und hier hätte ich jetzt auch noch einen. Na also, jetzt ist die auch voll. Cool. Ja, siehst du. Jetzt können wir nämlich, bevor wir uns gleich hinlegen, damit bin ich jetzt erstmal zufrieden, können wir gleich zum Schiff noch kurz gehen. Ich will nur noch gucken, ob ich noch irgendwo Leder habe. Ich glaube nicht, aber ich bin nicht sicher. Ja, die war ja leer. Gut, dann gehen wir zum Schiff und benennen die noch eben um, wie sich das auch gehört. Die kann eigentlich auch da stehen bleiben. Das stört gar nicht. Boah, wir genießen den. Ja. Ach, ich hätte Dingens mitnehmen können. Ja, machen wir gleich eben noch. Nein, mach ich jetzt. Komm. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe da ja jetzt ein Verdeck ohne Fußboden. Also. Planken habe ich genug. Schließlich nehme ich mir 2 Planken. Es waren ja nur 2. Und einen Hammer. Und dann machen wir das eben. Kommen wir dahin. Halbe Sachen. Nicht mit uns. No? Ein Hammer. Und in der nächsten Folge können wir dann mal gucken. Wir brauchen ja eine Plankstation. Dankeschön. So, hier haben wir den Hammer. Zack. Dankeschön. So, und jetzt benennen wir sie einfach um. Jedes Teil wird jetzt einfach umbenannt in MS Höherhaus. So. Das muss ich natürlich jetzt mit jedem Teil machen, das ist ja klar. Ü, Umlaute kennt er natürlich nicht, das ist ja auch klar. Aber egal. Ich will, dass das so heißt. So. Auch du natürlich. So, haben wir. Ja, cool. Was noch? Mach da. Jetzt kommt als nächstes er hier. Dann das Segel. Ist ja auch logisch. Der ist schon so. Sehr schön. Dann sind wir ja gleich soweit, ne? Einmal checken hier noch. Nicht, dass irgendwo was vergessen ist.
dann bin ich ja, wäre ich ja nie wieder glücklich, wenn ich meine Schiffstaufe hier vergeige. So geht das ja nicht. Hada, danke. Gleich mitgenommen. So. Die kriegen wir auch noch hin, Freunde. Und dann können wir nämlich das Spiel beenden. So. Aber halbe Sachen machen wir ja nicht, ne? Super! Ein letzter Check. MS Bürohaus. Ich sagte ein letzter Check und meine Freundin meint, sie wäre hier angesprochen worden. Das ist aber nicht so. Alexa, stopp! Alexa, stopp! Also, kommen wir da hin. Gut, das war's für heute. Ja, liebe Freunde, dann soll es das auch gewesen sein für heute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt zurück zum Lager. Freue mich, dass ihr mit dabei wart bei diesem langen Trip. Aber das gehört ja auch dazu, ne? Ihr wisst ja. Und beim nächsten Mal gucken wir dann einfach, jetzt sortieren wir noch eben den Hammer und den ganzen Gedöns hier ein. Das kann dahin. Dann kann der Hammer dahin. Und dann würde ich sagen, war's das. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hab euch lieb, euer Volker. Bis dann. Ciao.